Nach einer durchwachsenen Saison 2012-2013 geht es langsam wieder los für den FC Remscheid. In der neuen Landesliga-Saison spielt man in der Gruppe in Düsseldorf mit den Wuppertaler Vereinen. Ich habe hier den Manager Mike Zintner bei mir. Besser hätte es ja nicht treffen können, ne? Ja, das ist ein Wunsch, die Gruppe. Man kann wirklich sagen, das ist das, was wir uns erhofft haben. Die Wuppertaler Derbys und die Mannschaften aus dem Düsseldorfer Raum. Das hört sich gut an, aber spielstark ist die Liga natürlich. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Da ist eine klasse Liga zusammengestellt worden. Aber wir freuen uns darauf. Du sagst ja, schwere Liga. Man kann es auch wahrscheinlich nicht so ganz einschätzen, wie stark die ganzen Mannschaften werden. Mit was für einer Zielsetzung geht der FC Remscheid in die neue Saison? Ja, wir haben die Mannschaft zusammengehalten, wir haben sie breiter gemacht im Kader. Wir werden vielleicht noch den einen oder anderen Spieler dazu holen und wir wollen einfach wieder oben mitmischen. Das ist schon unser Ziel. Dieses Jahr steigen 6 Mannschaften ab. Dem muss man Respekt zollen und zunächst einmal die Punkte holen, die über dem Strich sind. Aber das Auge, das richtet sich schon auf die ersten Plätze und da möchten wir gerne so lange wie möglich oben mitmischen. Das ist schon unser Ziel. Lange Vorbereitung habt ihr jetzt ja, 5 Wochen ungefähr. Ja, was für Highlights habt ihr denn so als Testspielgegner bisher bei euch eingeplant? Ja, es ist schwer um diese Jahreszeit, weil wir sehr spät dran mit der Vorbereitung sind, wirkliche Highlights zu setzen. Die meisten Vereine sind schon in 2 Wochen im Ligabetrieb. Regionalliga, Oberliga fängt schon Anfang August an. Und dann ist es natürlich schwer, Spitzenmannschaften hier hinzubekommen. Das haben wir diesmal gemerkt. Deswegen haben wir das Highlight diesmal ein bisschen später. Das Spiel World Stars for Charity mit vielen Prominenten haben wir ja verlegt, weil wir uns aus dem neuen Termin eine prominentere Mannschaft erhoffen. Und ja, dann wird es natürlich 1-2 kleine Highlights geben. Wir nehmen dann an unserem Turnier Möbel-Knapstein-Cup in Elspe teil. Das ist ein Highlight für uns, weil das unser Hauptsponsor ausrichtet. Und dann nehmen wir in Bonn zur Saisoneröffnung an einem Blitzturnier teil im Bonner alten ehrwürdigen Stadion. Da freuen wir uns auch drauf. Hört sich schon mal gut an, aber natürlich viel Arbeit bleibt in den nächsten 5 Wochen für den FC Remscheid, bis es dann mit der Saison in der Landesliga 2013-2014 losgeht. Natürlich hoffen wir wieder auf gute Spiele, viele Punkte und keine Abstiegssorgen, wie wir ja sehr, sehr lange in der letzten Saison gehabt haben.